Hallo, es ist wieder Wundertütenzeit. Ich habe drei neue Ninjago-Wundertüten. Einmal die Helden Power 19 für 5,99. Zwei Hefte, zwei Minifiguren dabei. Kann man sich hier aussuchen. Die sind da drin, zwei Stück. Ah, da würde ich mal raten. Wir haben bestimmt die Schlange hier wieder bei. Und Kai, den haben wir bestimmt auch öfter. Und davon habe ich drei Stück. Und die möchte ich jetzt mit euch auspacken. Viel Spaß bei diesem Video. So. Jups. Oh. Eine von drei limitierten Karten und Booster soll auch dabei sein. Hier haben wir schon eine limitierte Karte. Das ist die LE1 der Inselserie. Sieht auch ganz gut aus. Die packen wir schon mal hier zur Seite. Und wen haben wir da? Oh, mit so einem alten Booster. Drachenjäger. Nummer Heft. Nummer 30 Comic. Und das ist Thor. Cool. Ich überlege gerade, die Figur habe ich noch gar nicht. Das finde ich ja cool. Ja, das ist schon mal eine coole Figur. So, dann machen wir den jetzt mal ab. Oh, Heft ist leider kaputt, schade. Dann muss ich mir jetzt mal meine Schere zurechtsuchen. Oh Mann. So. Hä? Das finde ich doch cool. Erste Seite. Schönes Büsterchen dabei. Ah, das habe ich leider auch noch nicht gehabt, die Büster. Das ist auch noch mit dieser Plastikverpackung. Kommt auch mal zur Seite. Ja, das lohnt sich schon mal. So, und wen haben wir? Kennen wir die Rückseite? Weiß ich noch gar nicht. Und Jay in Weiß. Ey, keine Schlange. Keine komische Schlange. Und eine Nexonite-Karte. Ich weiß nicht, ja, doch die müssen wir auch schon haben. Weil Jay haben wir mit dem weißen Outfit. Das haben wir uns, glaube ich, auch öfter geholt. Oder was bei Brick? Pick a Brick? Weiß ich gar nicht. Damit wir die anderen auch mit diesem Uniform ausstaffeln können. Ich krieg die Kleber wieder nicht ab. Ja, die finde ich schon mal cool, die beiden Figuren. Booster ist cool, Karte ist cool. Ja, Nexonite, weiß ich auch nicht. LE16 ist das. Nicht der Geroll, Groll. Boah, der Kleber ist aber. Bäh. Weil die sieht. Ja, die sieht sehr gut aus. Nur ein bisschen Klebereste noch hier, aber das kann ich ja noch ein bisschen abpuddeln. Ja, die ist auch cool. Ja, wer es mag. Glitzert schön. Kommt auch erstmal zur Seite. So. Und das ist Heft Nummer 33. So, dann packen wir die zweite mal aus. Bin mal gespannt. Wir haben ja drei Stück. Wir werden ja ungefähr dann sehen, welche Figur dann öfter dabei ist. Ob ihr euch das kaufen wollt oder nicht. Wie das lohnt. Ah, hier haben wir wieder die Karte. Oh, die ist auch cool, die limitierte Karte. Einmal 17. Von 2020, da muss ich mal überlegen, welche Serie das jetzt war. Ah, die ist auch schon mal nicht schlecht. So, haben wir natürlich wieder Jay dabei und wieder die gleichen. Cool. Ne, das finde ich schon mal nicht schlecht, die Tüte. Schon mal eine coole Wundertüte. Müll ein bisschen zur Seite, sonst kriegt das wieder alles dazwischen. Nochmal den kleinen süßen Jay. Die Kette ist auch ganz cool. Ja, die Karte brauche ich jetzt auch nicht. Aber die sieht noch sehr gut aus. Dass wir so alte Hefte noch gefunden haben. Das finde ich ein bisschen komisch. So. Also Seite, Heft. Einmal dahin. Comic auch nochmal. Booster ist ja auch bei. Die ist von anderen, aber das ist auch Drachenjäger. Ich krieg wieder nicht heile ab. Andere Verpackung. Ups. Ja. Ja, die Teilwaffe brauchen wir vielleicht nicht. Das ist cool, das bedruckte Teil. Das werde ich dann auch zerlegen. So, jetzt haben wir die dritte und letzte Tüte. Und dann mal sehen. Wir müssen gleich wieder drin sein. Ist am meisten so. Eine seltene Wundertüte. Oh, hier ist eine andere Rückseite mal.
In seltenen Wundertüten sind mal alle Figuren bei. Das haben wir, glaube ich, nur bisher zweimal gehabt, dass man alle Figuren bei gekriegt hat. Und Kai haben wir. Den haben wir natürlich öfter bei gehabt. 8er Serie Booster Comic. Der ist ja auch ein bisschen neu. Das ist 54 Comic. Ja, hier klärt hier davon auch ein bisschen besser ab. So. Ja. Aber das Heft haben wir auch schon öfter, das ist jetzt nicht so dramatisch. So, da haben wir einmal keinen noch. Und wen haben wir mit Star Wars Rückseite? Da müsste auch eine limitierte Karte noch dabei sein. Ja. Schlange! War ja zu erwarten. Die hatten wir ja sehr oft bei. Also immer wenn die Wundertüte, wo die Schlange drauf ist, ist meistens die Schlange auch drin. Die ohne Unterteil kriegt es Glück. Ja, Teile sind nicht schlecht, sind viele Teile dabei, aber die haben wir schon so oft. Irgendwann kann man die auch nicht mehr sehen. Nehme ich die Karte von Jay, die haben wir auch schon so oft. Unterwasserkarte. So. Also wenn ihr Glück habt, kriegt ihr die. Oder ich hatte jetzt noch Glück, dass ich genau die drei erwischt habe, wo die zweimal bei sind. Aber sonst kann ich diese Wundertüte empfehlen. Ich finde die ganz cool, die Figuren. Einmal den Jay, Schlange. Den hier unten, Zweier. Und Kai, wie immer. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked, abonniert, guckt vielleicht in meinen anderen Videos. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.